Hallo ihr Lieben, nachdem wir gestern im Baumarkt waren und Dichtungsmasse gekauft haben und Panzerband, wollen wir jetzt mal zur Straße schreiten und unser Dach ein bisschen dicht kriegen, dass wir nicht dauernd da irgendwie nass werden. Und ja, dann nämlich das Problem, dass hier eine Tasse sozusagen ist und von außen läuft es in die rein und schwappt dann oben drüber, weil die Dichtung nicht mehr ganz fit ist. Jetzt aber alles trocken. Das ist schon mal gut, ja. Müssen wir es von außen und hier innen drin diese Naht einmal so ein bisschen nochmal neu dichten. Oh, genau, gucken. Hier, das ist. Genau, gucken, wo es auch herkommt, ne? Das hier, da kommt es durch. Da stand Wasser drin, als ich das letzte Mal geguckt habe. Okay, ja. Also und ringsherum. Hier irgendwie rein und schwappt hier drüber und sammelt sich dann an den Eckpunkten. Mhm. Und hier auch. Also überall ist ja wie so ein, muss ich mir vorstellen, ist da so eine Tasse und da steckt nochmal eine drin. Dazwischen ist Dichtungsmasse. Und die ist jetzt wahrscheinlich vertrocknet, veraltet oder irgendwas. Sydney. Und dadurch. Oh, hopp. Und da ist ein bisschen hoch, hä? Alte Lady. Gewinne ich schon mal dran. Genau, und das ist das Ziel. Da wollen wir uns heute mal ein bisschen versuchen, das irgendwie dicht zu kriegen. Mhm. Gucken, wie ich da hoch aufs Dach komme. Aufs Dach muss man? Ja, klar. Ach du Scheiße! Ich muss ja auch mal aufs Dach, muss ja von außen, ist ja der Hauptpunkt hier drin, ist ein bisschen. Aber außen ist dasselbe ja nochmal und da ist mehr. Da muss ja die erst mit der Heißpistole so ein bisschen. Ja, komm. Hier, komm, hopp. Na, hopp. Na, hier, komm, hopp. Na, hopp. Hier. Hier. Hopp. Na, hopp. Komm, hopp. Sydney, so mutig. Yeah. Oh, guck mal, die Sydney. Oh. Sydney, was ist das? Ja, was ist das? Ha? Gewöhn dich dran. Hier wohnen wir bald drin, die nächsten paar Monate. Ha? Jetzt kommst du nicht wieder raus. Oh, doch. Ganz sportlich heute. Eispistole, noch die restliche Feuchtigkeit entfernen. Sehr gut. Damit dann nachher auch gut die Dichtungsmasse auch gut anhaftet und keine Feuchtigkeit mehr da. Dicht. Unter der Verkleidung ist ja hier, wie gesagt, so eine Sicke. Mhm. Da kommt es zwar theoretisch nicht rein, wenn es von außen nicht reinkommen würde. Aber hier ist die zweite Sperre dann. Das ist schon mal ein Schutz, ne? Und das ist hier die zweite Sperre, wenn von außen doch noch was reinkommt, dann steht es zwar in der Wanne, aber fließt ja nicht ins Innere rein. Und dann ist das schon mal nochmal dicht. Ja. Ringsherum. Die Kinder haben gerade den ganzen Fuhrpark hier ausgeräumt, aus der Garage. Wow, Police Car, Police Motorcycle. Hey, Coco. Coco's on the roof. The roof is on fire. On the roof. Wo ist der Coco? Wo ist der Coco? What is he doing? Is he on the roof? Ja. Ja? Julie staunt. Woohoo. Unser cooler Bus. Klick, 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 klick. Hier ist alles schon ein bisschen porös. Ja, der ist schon da ziemlich hinten, da die Mitte, da fängt er an zu blühen in der Mitte, das war. Dein Platz? Ja. Jetzt musst du genau da durchlaufen, oder? Das ist mein. Das ist doch mein Platz. Nein, mein Platz. Hey, nicht wackeln. Nicht mehr.
fällt die Mama noch runter. Was machst du da, Julie? Da musst du jetzt durchlaufen. Ja. Jetzt dann mal gucken, ob es da drin ist. Unser Schränkchen. Gucken, ob wir da oben noch vielleicht was hinhängen, dass wir da ein bisschen was verstauen können. Noch alles weg. Was sind die? Go inside. Nein, ins Bus bleiben. Ja, ist ganz kalt noch im Bus, ne? Aber bald fahren wir in die Sonne, dann ist schön warm, ja? Mutter sitzt schon in ihrem Kindersitz, will schon losfahren. Die Mama ist gut. Was los? Ja, ich will auch nichts losfahren. Hey, Jamie, was geht so? Freust du dich schon auf unsere Tour? Ja? Worauf am meisten? Strand. Ja, ich mich auch. Strand, Delfine, Wale. Das wird cool, oder? Ja. Ja, so sieht das aus. Hier unten sehen wir schon immer sehr locker. Dichtungsmasse. Jetzt schauen wir hier mal ein bisschen dichter drauf. Das haben wir erst gemerkt als eigentlich ein Sommerfahrzeug. Und als dann irgendwann mal Sardinien da. Warte mal. Da waren irgendwie zwei Tage Regen und irgendwann tropft es dann so ziemlich doll rein. Und damit sich das mal passiert, machen wir es mal ein bisschen dicht. Genau. Kommt dann nochmal Panzerband drüber. Und dann sollte es den nächsten Regensturm trotzen. Ich bin jetzt ganz aufgeregt. Da kommt so ein Stromschlag. Oh nein. So. Genau, jetzt kommt noch eine Lage Panzerband drüber und noch mal ein bisschen Dichtung und dann dürfte eigentlich da nichts mehr reinkrauchen. Super. Hier basteln wir jetzt gerade noch eine Nut rein auf allen vier, weil unser Bettrahmen liegt dann sozusagen hier mit drin. Dann kommt das Ganze ein Stück vor, weil sonst lag das mir hier gegen. Und dann nehmen wir halt dieses Stück noch an Entfernung. Hier kommt dann auch noch ein Absatz hinter, dass es hier auch noch drauf liegt. Aber es passt dann hier halt besser rein. Es hat hier in den Rahmen noch nicht reingepasst. Deshalb muss jetzt hier auf beiden Seiten so 2-3 cm von dem Holz weg, was ich gerade mache. Und dann passt das hier gut rein. Binden wir auf allen Ebenen, weil wir vorne dann 5-6 cm mehr Platz haben. Hier hinten ist es dann alles gut ausgelastet. Und dann haben wir schon mal etwas mehr Platz gewonnen. Das ist so die Überlegung. Ja, hier bin ich gerade noch dabei, Jamie seine Aufstiegshilfe für sein Bettchen ein bisschen. Warte, ich komme auf die andere Seite. Falsche Seite gerade. Jamies Aufstiegshilfe für sein Bettchen ein bisschen zu entschärfen. Wie hochgegangen ist, hat er doch mal so einen kleinen Splitter hier eingezogen und jetzt habe ich es hier ein bisschen rund gemacht alles, damit es ein spannend ist. Und hat hier nochmal Bewegungsfreiheit und Arbeitsfreiheit hat, was er gut macht. Dann ja, die Dinger sind alle ausgehebelt hier. Wo nachher unsere der Lattenrost mit reinkommt. Kommen noch ein paar Füße dazu, wo der dann draufsteht. Und wie man sieht, man hat echt gutes Wetter heute. Ja. Ich habe mich schon hier in Minusgraden
drinstehen sehen. Und jetzt haben wir oben das Dach dicht. Haben so ein paar Dinge hier, das muss ich noch festmachen auch. Das da, ja. Ein Lüfter. Genau. Der ist zwar schön, wenn es richtig warm ist, weil dann kannst du hier drin das von vorne steuern, dass der sich auch dreht. Aber das Ding fällt uns immer entgegen, ne? Ja, das wird im Zweifel, sehe ich hier gerade. Auch durchgucken, das heißt, wenn es richtig regnet, kommt es hier auch rein. Ja, das ist Julies kleines Bettchen. Vielleicht kann man noch unten drunter noch Julies Bettchen hier später hin basteln. Ja. Dann haben wir nämlich hier unser Schlafplätzchen. Ja, cool, unser kleiner Bus. Und halt die ganzen Erinnerungen wieder da, ne? Wie man unterwegs gewesen ist. Von Hort. Man kann ja bleiben, wo man will. Das ist das Schöne. Ja, das ist mega cool. Das ist einfach keine Situation, wo du sagst, hey, du musst jetzt wieder los oder musst immer so oder jetzt essen. Das ist immer dann alles, also immer alles dabei und zwar nicht viel. Also manchmal fühlt sich echt super frei und leicht. Und wer unser Video schon gesehen hat aus Sardinien, wo wir schon mal den Bus ein bisschen vorgestellt haben, kriegt schon mal einen Eindruck davon, dass wir doch da eher minimalistisch unterwegs sind, nur eine Kochfläche hatten, darin alles gemacht haben. Super funktioniert. Sogar für Julie immer Fläschchen gekocht. Ja, nachts noch schnell Fläschchen gemacht. Das funktioniert alles. Das darf ich nicht so jeder vorstellen, aber es geht. Ja, alles easy. Alles easy. Von daher geht's hier weiter. Mal gucken, morgen vielleicht die Hölzer besorgen. Dann kann man schon mal hier das so hinstellen. Dann kann man auch schon mal den Lattenrost wieder reinstellen. Ja. Da hat man auch schon nochmal ein Gefühl für. Und dann geht's Step by Step weiter. In dem Sinn, bis bald.